Alhamdulillah, Salatu wassalam ala Rasulillah. Tayyib, liebe Geschwister, bei dieser Eroberung oder Befreiung, wie man es sieht, von Khaybar, sind natürlich manche Sahaba gefallen, radiallahu ta'ala anhum, unter ihnen Mahmud ibn Salama al-Ansari, denn dort hat einer von den Leuten aus Khaybar hat auf ihm, der Mann heißt, du weißt, er hat auf ihn eine Steinmühle geschmissen. Das ist ein riesen Stein von oben von der Burg. Und dann ist er gestorben, radiallahu ta'ala anhu. Und danach hat Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, mit ihm Mubaraza gemacht. Ein Duell. Ja, das heißt, vor der Schlacht hat man manchmal Duelle gemacht. Also eine Person gegen eine andere kämpfen lassen. Einfach so, zwischen den zwei Parteien. Und derjenige, der natürlich gewonnen hat, dessen Leute sind noch motivierter jetzt zu kämpfen. Und die Partei, die verloren hat, je nachdem, kann sein, sie sind demotiviert, kann aber auch sein, dass sie ihre Angst sie dazu bringt, wütend zu sein und dann noch mehr also motiviert sind. Ja? Insofern hat man solche Duelle gemacht vor dem Kampf. Und dann hat er dieser Marhab, oder wie auch immer heißt, der wurde dann von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala getötet. Und dieser jüdische Mann, der war eigentlich ein starker Kämpfer. Und das hat bei den Juden von Khaybar ihre Motivation herabgesetzt. Dann gibt es einige Überlieferungen, die erzählen, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu dort eine riesengroße Tür, das sozusagen wie ein Tor genommen hat und als Schutzschild benutzt hat. Aber diese Überlieferungen, liebe Geschwister, die sind alle daif. Die sind alle unauthentisch und insofern irrelevant. Und unser Imam Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu gilt als ein Kämpfer und er gilt auch als ein Tapferer. Das Wort Tapfer, Shuja'a gilt er, unabhängig von diesen Überlieferungen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Wie dem auch sei, in einer authentischen Überlieferung wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute von Khaybar bekämpft hat und er hat Ländereien eingenommen, das heißt die Palmen und die Landstücke, und sie haben sich zurückgezogen und Zuflucht und Hilfe, den Zuflucht gesucht, Schutz gesucht in ihren Schlössern und in ihren Burgen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen eine friedliche Abmachung ausgemacht. Das heißt, sie haben aufgegeben und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgenden Vorschlag gemacht. Und zwar, dass der Prophet alaihi salatu wasalam alles Gold und Silber und die Waffen und Schilder und alles Mögliche, er bekommt er sallallahu alaihi wasallam. Und wie heißt es? Und sie dürfen alles nehmen, was sie mitnehmen können. Und dass sie auch, nichts von dem, was sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hätten geben müssen, behalten dürfen. Dass sie nichts davon behalten. Aber wenn sie das trotzdem machen sollten, das heißt, sollten sie trotzdem Gold oder Silber oder Wertsachen mitnehmen, die sie eigentlich nicht mitnehmen dürften, dann gilt der Vertrag nicht mehr und dann werden sie einfach wie Kriegsgefangene behandelt. Und das haben sie tatsächlich teilweise gemacht. Und zwar, sie haben den Moschus, den Misk von Huyay ibn Akhtab geheim gehalten. Und Moschus ist einer der wertvollsten Parfüms, die es auf der Welt gibt. Und Huyay ibn Akhtab, vielleicht kann ich mich erinnern, das ist der von einer von Banu Nadir, einer der Führer von Banu Nadir gewesen. Als sie vertrieben worden sind nach Ascham, ist er nach Khaybar gegangen und dort aufgenommen worden. Und er war derjenige, der die Parteien angehetzt hat gegen den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Insofern heißt es dann in der Überlieferung, dass der Prophet alaihi salatu wasalam zu Sa'yah, dem Onkel von Huyay ibn Akhtab, gesagt hat: Wo ist der Misk, der Moschus von Huyay ibn Akhtab? Er sagte: Azhabathu al-hurubu wal-nafaqat. Das heißt, er sagte wortwörtlich: Die ganzen Kriege und die ganzen Ausgaben, die wir haben,
Ja, darunter ist eben der Moschus auch gefallen. Das heißt, wir haben den Moschus verwenden müssen, verkaufen müssen für diese Sachen. Später haben sie dann den Moschus gefunden und so wurde derjenige, der das geheim gehalten hat, hingerichtet. Ja? Weil, wie ausgemacht war, wenn sie etwas geheim halten, dann darf. Und dann wurden natürlich ihre Frauen, ihre Kinder gefangen genommen. Im Norden von Khaybar gibt es eine Gegend, die heißt Fadak. Diese Leute, sie haben sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch darauf geeinigt, auf den Frieden, und dass er ihnen sozusagen ihr Leben lässt und auch, dass sie ihre Vermögen behalten dürfen. Und der Prophet alaihi salatu wasallam ist darauf eingegangen und hat sich mit ihnen auf etwas ganz Bestimmtes geeinigt, wie wir inshallah gleich sehen werden. Das heißt, diese Leute von Fadak sind nicht die gleichen wie von Khaybar. Die von Khaybar haben wir gerade eben gesagt, worauf sie sich geeinigt haben. Die Leute von Fadak, im Norden von Khaybar, dort haben sie sich darauf geeinigt, dass die Leute, dort bleiben dürfen und ihr Vermögen unter bestimmten Bedingungen behalten dürfen. Kommen wir gleich inshallah noch dazu. Die gefallenen Juden in der Schlacht von Khaybar sind, liebe Geschwister, 93 Männer. 93 Männer, mehr nicht. Das ist alles, was dort passiert ist. Und einer der Gefangenen von den Leuten von Khaybar war eben die Tochter von Huyay ibn Akhtab. Und die Tochter von Huyay ibn Akhtab ist Safiya radiallahu ta'ala anha, die Mutter der Gläubigen geworden später. Die Mutter der Gläubigen, die Geschichte war ganz einfach, dass die Muslime haben diese Leute jetzt nach dem Krieg gefangen genommen, als Kriegsgefangen, ganz normal. Jetzt durfte man logischerweise, oder der Prophet a.s. hat dann in diesem Fall das Recht, diese Kriegsgefangenen zu entscheiden, was er mit ihnen macht. Entweder sie werden eben verurteilt, oder sie werden freigelassen, oder sie können sich frei kaufen, oder sie werden versklavt, je nachdem, was am sinnvollsten in der jeweiligen Situation ist. Als aber die Muslime gesehen haben, dass der Prophet alaihi salatu wassalam Safiya gesehen hat, und sie ist nicht irgendeine, sie ist die Tochter eines Adligen. Und logischerweise, liebe Geschwister, die Adligen, die wollen andere Behandlung haben als andere Menschen. Und so hat der Prophet alaihi salatu wassalam sie freigelassen. Sie war versklavt, hat er sie freigelassen und dann hat er sie sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Radiallahu ta'ala anha. Warum, liebe Geschwister? Weil das ist eine der sinnvollsten Methoden, wie du das zerbrochene Herz eines Menschen wieder heilen kannst und wieder zusammenkriegst, weil sie hat sozusagen ihren Vater verloren, sie hat ihr Volk verloren. Und genau das gleiche, als die eine Mutter der Gläubigen in Abyssinien war und ihr Mann gestorben war, könnt ihr euch noch erinnern? Ja? Da hat der Prophet a.s. auch die Frau geheiratet, obwohl er in Mekka ist oder Medina, und sie war in Abyssinien. Und wer hat sie verheiratet? Wer war ihr Wali? Der Najashi, der Negus selbst. Ja? Insofern ist das eine, Salama, insofern ist das eine unglaubliche Tat unseres Propheten, wo zeigt, dass er gehandelt hat, nicht als Mensch, sondern eben als Prophet. Das sei nicht als Mensch gehandelt, sondern als Prophet, kann man sagen. Sallallahu alaihi wasallam. Von den Muslimen sind es ungefähr 20 Männer, laut Ibn Ishaq und laut Al-Waqidi sind es 15 gewesen. Also Allahu a'lam, irgendwas in diese Richtung. Aber das Interessante ist, subhanallah, guckt mal, die Juden von Khaybar, obwohl sie hinter ihren Festungen gekämpft haben, war die Anzahl ihrer Märtyrer viel größer als die Anzahl der von den Muslimen. Die einen über 90 und die anderen gerade mal um die 20, subhanallah.
Und da ist auch folgendes, in diesem Zeitraum ist dieser folgende Hadith sozusagen entstanden, wenn man das so sagen kann. Und zwar hat eine jüdische Frau dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein gegrilltes Schaf geschenkt und eingeladen, ein gegrilltes Schaf zu essen. Aber sie hatte dieses Schaf an der Schulter vergiftet, besonders an der, sie hat es insgesamt vergiftet, aber besonders an der Schulter vergiftet. Warum? Weil jeder von uns weiß, dass dieses Fleisch an der Schulter ist, das Fleisch am besten schmeckt. Deswegen, wenn du deinem Bruder bei Eid al-Adha oder sowas einen Gefallen tun willst und du willst ihm was schenken, dann schenke ihm nicht irgendein Stück, sondern schenkst du ihm das Beste. Ja, die Arabisch Ketif, das ist das angenehmste und weicheste und das Fleisch, das am besten schmeckt. Und der Prophet a.s. mochte auch dieses Stück am meisten. Deswegen hat die Frau doch besonders viel Gift reingemacht beim Arm oder bei dieser Stelle. Dann hat der Prophet a.s. davon ein wenig gegessen. Ein wenig gegessen. Aber subhanallah al-azim, Allah wollte, dass dieses tote, gegrillte Schaf spricht. Und Allah Azza wa Jal, der dich, obwohl du tot warst und nicht leben konntest und nichts konntest, hat dir sprechen beigebracht, hat dich reden lassen. Und Allah Azza wa Jal, der den Menschen, nachdem er gestorben ist und zu Asche oder Staub geworden ist, er wird ihn auch lebendig machen, wird wieder reden können. Genauso hat er ein Schaf, das gegrillt war, auch wieder reden lassen, subhanahu wa ta'ala. Und alles ist für ihn ein leichtes. Und das Schaf hat gesprochen und gesagt, iss mich nicht, denn ich bin vergiftet. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam das dann wieder ausgespuckt, aber einen Teil davon hat er runtergeschluckt. Der Prophet alaihi salatu wasallam hat die Frau gefragt, warum sie das gemacht hat, und sie hat es zugegeben, aber er hat sie dafür nicht bestraft, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil unser Prophet alaihi salatu wasallam ist eine Barmherzigkeit für alle Menschen. Und er wurde hier versucht zu töten. Man hat versucht, ihn zu ermorden. Also, liebe Geschwister, das ist einer der Beispiele, unser Prophet alaihi salatu wasalam von Allah geleitet ist. Weil, wenn unser einer in seiner Umgebung wäre, ich meine, stellt euch die Geschichte vor von den Banu Qaynuqa oder Nadir, die damals vertrieben wurden, wegen der Geschichte mit dem Hijab. Hat gleich einen oder anderen getötet. Ja? Weil es gibt Situationen, wo man sich nicht im Griff hat. Und ich weiß nicht, wenn einer versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten, wie die Leute um ihn herum reagieren. Wie dem auch sei, der Prophet alaihi wasallam hat sie nicht dafür bestraft. Warum? Weil er niemals Rache genommen hat wegen seiner selbst. Aber ein anderer Sahabi, der dort anwesend war, Bishr ibn Ma'rur, radiallahu ta'ala anhu, er hat davon auch gegessen und er ist daran gestorben, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie hinrichten lassen. Warum? Weil es gilt jetzt nicht mehr sein Recht, sondern es ist das Recht einer anderen Person, und er kann zwar über sich selbst entscheiden sallallahu alaihi wasallam, aber er hat nicht das Recht zu entscheiden über das Recht einer anderen Person sallallahu alaihi wasallam. Was den Muslimen sehr viel geholfen hat bei der Befreiung von Khaybar, Befreiung natürlich von dem Kufr, Befreiung von der Ungerechtigkeit, Befreiung von der Unterdrückung, ist, dass die Muslime Zeit hatten und nicht beschäftigt waren mit den Kuffar von Quraysh. Was auch wir heute in der Khutba gehört haben, weil der Prophet ﷺ hatte diesen Vertrag des Friedens in Al-Hudaybiyah schon abgeschlossen, über das wir inshallah noch was sprechen werden, aber da sozusagen hat ein Problem sozusagen schlafen gelegt. Ja? Das ist sozusagen für die nächsten 10 Jahre ist es jetzt uninteressant. Subhanallah, guck mal, wie sinnvoll und weise unser Prophet alles, was er gehandelt hat. Er ist in der Minderheit, er ist schwach, sie sind wenige Muslime, der Islam ist noch am Anfang. Also, wir sind erst gerade vertrieben worden. Ich meine, was wollen sie plötzlich gegen die Herrschaft und der ganzen arabischen Halbinsel angehen? Nein, sie haben gesagt, wir machen mit denen Frieden. Deswegen hat der Prophet auch alles akzeptiert bei diesem Friedensvertrag. Auch Bedingungen, die eigentlich unfair sind. Die sind absolut ungerecht. Trotzdem hat er das gemacht. Warum? Weil er wusste, dadurch hatten wir ein riesiges Problem weniger.
Quraysh und alle seine Anhänger, alle seine Verbündeten werden nicht mehr gegen mich angehen in der, sag mal, in der nächsten Zeit. Deswegen gehört das so etwas natürlich zur Weisheit. Weil Khaybar und die Quraysh waren verbündet, aber jetzt, wo der Prophet ﷺ gegen Khaybar vorgegangen ist, wusste er, dass Quraysh die Khaybar nicht unterstützen wird. Ja. Und ebenfalls Ratafan, auch ein arabischer Stamm, der auch verbündet war mit den Leuten von Khaybar, auch wie Geschwister, sie haben die Juden von Khaybar im Stich gelassen, aber aus einem anderen Grund, und zwar weil sie Angst hatten, ihr Vermögen zu verlieren, ihre Immobilien zu verlieren in Medina. Insofern, die Quraysh wurden getroffen von starkem Grimm oder Gram und starker Sorge, weil sie gehört haben, dass die Muslime gegenüber Khaybar gesiegt haben, und damit haben sie niemals gerechnet gehabt, und schon gar nicht, weil die Juden dort ihre festen Barrikaden hatten und Burgen und Festungen hatten, und weil sie viele Kämpfe hatten und Waffen gehabt haben, und wie dem auch sei, das hat sich wie ein Echo verbreitet der arabischen Halbinsel, dass die Leute von Khaybar im Stich gelassen worden sind und dass die Leute von Khaybar verloren haben, und auch die Leute von Mekka vorher in Badr und so weiter und so fort. Da haben viele Beispiele dafür gehabt, zweifellos. Tayyib, liebe Geschwister, der Prophet a.s.w. hat aber die Juden von Khaybar nicht vertrieben. Es ist authentisch überliefert worden, dass der Prophet s.a.w. zu den Juden von Khaybar gesagt hat, ihr dürft doch zu Hause bleiben. Sie hatten sich geeinigt, vor allem wie wir gesagt haben, aber die Juden haben dann zum Propheten a.s.w. gesagt, nahnu a'lamu bil ardi minkum. Das heißt, wir kennen uns in der Landwirtschaft besser aus als ihr. Weil die Juden waren dort Bauern, Palmenwirtschaft, okay? Dann sagt, wir kennen uns mit der Landwirtschaft besser aus als ihr. Also, Vorschlag, lass uns doch da bleiben. Entschuldigung, wir kümmern uns um die Dattelpalmen, und ihr bekommt einen Anteil des Ertrages, wir bekommen einen Anteil des Ertrages, und das war's. Und darauf hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eingelassen, und die Tatsache, dass sie ihm diesen Vorschlag gemacht haben, weist darauf hin, dass Khaybar gewaltsam befreit worden ist. Weil eine Stadt kann entweder sein gewaltsam, indem sie die anderen in die Knie zwingt, oder es kann sein, dass man sich auf friedlich einigt, dass die Leute, also dass man sich friedlich einigt. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann regelmäßig, immer wenn Erntezeit war, Abdullah ibn Rawaha radiallahu ta'ala anhu geschickt, oder auch jemand anderes. Und einmal hat er Abdullah ibn Rawaha geschickt, um zu schätzen. Dieses Khars. Man schätzt, liebe Geschwister, wie viele Datteln diese Palmen geben werden. Das ist ein Beruf. Ja, ist ein, also nennst du den Beruf, oder wie, es gibt Experten, sie können, wenn sie die Palmen sehen in einem bestimmten Reifestadium, können sie schätzen und sagen, diese Palmen werden im Endeffekt so und so viel Wasq hergeben. Wasq ist eine Einheit, eine Maßeinheit. Ja? Ein Wasq sind 60 Sa'. Okay, was ein Sa'? Ein Sa' sind 4 Mudd. Okay, was ein Mudd? Ein Mudd sind 2 Hände voll, also wenn du beide Hände, meine ich, zusammentust und das voll machst von einem durchschnittlich großen Menschen, ohne dass er seine Finger ausstreckt oder zu weit einzieht, dann hast du, das ist einen Mudd. So, 4 davon sind ein Sa', 60 davon sind ein Wasq. Okay? So. Und Abdullah ibn Rawaha ist einmal hingegangen und dann hat er geschätzt und kam auf 20.000 Wasq. 20.000 Wasq, wenn wir das multiplizieren mit 60, dann haben wir die Sa'-Zahl, sind 120.000. Ja, 20.000 mal 6 sind 120.000. Und mal 4 sind dann, habe ich gerechnet, 480.000. 480.000, Wallahu a'lam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir haben gesagt, dass der Prophet alaihissalatu wassalam Abdullah ibn Rawaha geschickt hat einmal, um zu schätzen, wie viele Datteln diese Ernte in diesem Jahr erbringen wird. Und dann hat er, radiallahu anhu, geschätzt, dass es 20.000 Wasq sein werden an Datteln. Also insgesamt 480.000 Mud. Dann hat er sie vor die Wahl gestellt. Er hat zu ihnen gesagt, entweder nehme ich davon, so viel ich denke, dass uns zusteht. Also sie haben sich auf die Hälfte geeinigt, okay? Die Hälfte für sie und die Hälfte für die Muslime. Und hat er gesagt, entweder nehme ich davon die Hälfte oder ihr nehmt eure Hälfte und lasst unsere Hälfte übrig. Radiallahu ta'ala. Und das war für sie also unglaublich, wie ihre eigenen sozusagen gerade eben noch Feinde plötzlich behandeln sie, wie auch vorher natürlich, aber behandeln sie so gerecht, wo sie noch vorher miteinander im Krieg waren. Und dann haben sie gesagt, هذا الحق وبه تقوم السماوات والأرض قد رضينا أن نأخذه بما قلت. Sie sagten, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Und das ist die Wahrheit, auf der Himmel und Erde aufgebaut worden ist. Und wir sind zufrieden damit, dass du, dass wir so machen, wie du es von uns möchtest. Es gibt auch eine andere Überlieferung, wo es heißt, dass es 40.000 Wasq gewesen sind. Und dann hat er, radiallahu ta'ala anhu, sie überlassen. Das hat sie die Tamr, die Datteln, den Juden von Khaybar überlassen und hat dann gewartet, dass er von ihnen dann ihren Anteil bekommt. Und es kann ja sein, dass es zwei verschiedene Jahre gewesen sind, Wallahu a'lam. Diese, liebe Geschwister, Befreiung von Khaybar hatte eine große Auswirkung gehabt, wirtschaftlich. Denn jetzt war für die Muslime, alhamdulillah, gab es ein Einkommen. Es gab ein gesichertes jährliches Einkommen für die Muslime alle in Medina, für die Armen und für die Reichen. Und deswegen sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, nachdem Khaybar befreit worden ist, sagte sie, Al-ana nashba' min al-tamr. Ab jetzt werden wir durch Datteln satt werden. Und auch Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, Ma shabi'na hatta fatahna Khaybar. Satt sind wir erst geworden, nachdem wir Khaybar befreit haben. Und so, liebe Geschwister, das ist der Dschihad unseres Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Schaut, wie er mit den Leuten umgegangen ist, die versucht haben, ihn zu töten. Hat er sallallahu alaihi wasallam irgendjemandem Unrecht getan? Oder hat er irgendjemanden zum Islam gezwungen? Nein, im Gegenteil, er hat ihnen sogar ihr Vermögen gelassen und ihre Sicherheit ihnen gewährt und sie durften in ihren Häusern bleiben. Und es besteht kein Zweifel, liebe Geschwister, dass dies, wie gesagt, ein Wirtschaftsaufschwung war für die Muslime. Und trotz alledem, könnte ich noch daran erinnern, als der Prophet Ali ibn Abi Talib geschickt hat mit der Flagge, die Geschichte, wo er gesagt hat, morgen, also am ersten, zweiten Tag, ja, da war keiner, also wurde Khaybar nicht befreit. Dann hat er gesagt, morgen werde ich die Flagge jemanden geben, der Allah und sein Gesandter, der von Allah und seinem Gesandten geliebt werden und der Allah und seinen Gesandten liebt. Er hat sie geschickt, aber er sollte sie erst zum Islam einladen. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, obwohl das die Möglichkeit war, dass man nicht mehr hungert und nicht mehr Angst haben muss, und trotzdem hat er nicht als Ziel gehabt, dass sie sozusagen bekämpft werden, sondern sein Ziel war in erster Linie, dass sie den Islam annehmen. Und wenn sie den Islam annehmen, dann hätten sie ihr Vermögen behalten und hätten sie niemals die Hälfte abgeben müssen. Ich meine, wenn du Zakat zahlst, ja, Zakat bei Datteln ist entweder, wie heißt es, ein Zehntel oder die Hälfte eines Zehntels. Mehr nicht. Das heißt, niemals so viel, wie sie da hier abgeben mussten. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
All dies weist darauf hin, wie tolerant und milde und barmherzig unsere Religion ist und wie gerecht sie anderen Menschen gegenüber ist. Und dies hat, liebe Geschwister, nicht nur einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, sondern auch natürlich einen militärischen Aufschwung für die Muslime gegeben. Und warum? Weil sie dadurch, liebe Geschwister, ihre militärischen Kräfte bewahrt hielten und auch natürlich keine vielen Leute verloren haben, weil sie haben sich geeinigt auf einen Frieden und jeder weiß, dass wenn es Frieden gibt, bleiben die Menschen mehr am Leben, inshallah. Und die Muslime konnten dadurch, dass sie jetzt Frieden geschlossen hatten mit den von Quraysh, mit den verschiedenen jüdischen Stämmen, ein paar davon vertrieben, konnten sie sich jetzt konzentrieren auf die restliche arabische Halbinsel, sodass alle vereint werden durch den Tawhid an Allah subhanahu wa ta'ala und unter der Flagge des Islam. Und die Muslime haben sich gespart, ihren Beruf auch zu wechseln. Weil stellt euch mal vor, Khaybar würde gewaltsam befreit werden und die Leute von Khaybar würden weggehen nach Ascham wie Banu Nadir und die anderen auch. Wer übernimmt jetzt die Arbeit? Wer übernimmt die ganzen Palmenlandwirtschaft? Das muss jemand machen. Sonst hast du nicht mehr viel von den Sachen. Und dann würden sozusagen die ganzen Muslime plötzlich alle Bauern werden. Und das ist natürlich, Bauer ist zwar ein angesehener Beruf, das ist nicht das Problem, aber das ist nicht unser Ziel gewesen, dass wir den Leuten Arbeitsplätze schaffen und danach jeder seine Arbeit hat und das war's. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat nur andere Ziele gehabt mit den Muslimen, gerade die aus Mekka, wer es ist gekommen sind. Und deswegen war es ideal. Die Juden machen einfach weiter. Sie sind sozusagen im Wirtschaftssektor tätig, ja, wie auch heute immer noch. Ja, aber wir haben auch was davon im Gegensatz zu damals. Wie wurden dann die Beute, wir sind gleich, wer ist das am Ende? Wie wurde dann die Beute verteilt? Allah subhanahu wa ta'ala macht uns im Koran Karim ein paar Sachen klar. Lesen wir dazu auf der Seite 512. Wo Allah sagt, die Zurückgelassenen werden, wenn ihr loszieht, um Beute zu machen, sagen, lasst uns euch folgen. Indem sie Allahs Wort abändern. Sag, ihr werdet uns nicht folgen, so hat Allah schon zuvor gesprochen. Dann werden sie sagen, nein, vielmehr beneidet ihr uns. Aber nein, sie verstehen ja nur wenig. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala nach der Befreiung von Khaybar die Beute nur verteilt an Leute, die natürlich da beim Kampf anwesend waren und mitgemacht haben. Und jemand anderes, der nicht mitgemacht hatte, der durfte natürlich nichts davon bekommen. Und speziell die Beute von Khaybar war für diejenigen Muslime, die bei den Friedensversöhnung von Hudaybiyah dabei gewesen sind. Wallahu a'lam. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ländereien in zwei Teile geteilt. Die eine Hälfte, das heißt, das, was dort rauskommt, hat er behalten für etwaige Gäste oder Gesandtschaften, die von den verschiedenen Völkern, verschiedenen Stämmen der arabischen Halbinsel zu ihm gekommen sind, um über den Islam zu fragen. Und derjenige, natürlich, der Imam der Muslime, der Staatsoberhaupt, der braucht natürlich, hat natürlich mehr Ausgaben als jemand anders. Weil er muss Leute empfangen, er muss Leute gästlich aufnehmen und so weiter und so fort. Und so hat der Prophet ﷺ einen Teil dieser Beute reserviert für die Bedürfnisse, die ein Staatsmann seiner Position eben hat. Und die andere Hälfte war für die Muslime, die bei Hudaybiyah dabei gewesen waren. Und die Anzahl der Anteile waren alle insgesamt 36 Anteile, 18 davon an die Leute von Hudaybiyah, wie ist die Hälfte von 36. Und die Armee insgesamt waren 1500, 300 davon waren mit ihrem Pferd anwesend,
Und so hat er jedem, der mit einem Pferd war, der hat immer zwei Anteile bekommen. Und jemand, ein Fußsoldat, hat immer einen Anteil bekommen. Das heißt, derjenige, der mit einem Gefährt kam, doppelt so viel wie derjenige, der einen Anteil, der zu Fuß gekommen ist. Es ist bestätigt überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausnahmsweise auch den Leuten, die nach Abessinien ausgewandert waren, auch was gegeben hat. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass wir gesagt haben, dass die Leute, die nach Al-Habasha ausgewandert sind, sie sind nach und nach nach Medina zurückgekehrt. Und die letzten sind in dieser Zeit ungefähr gekommen, oder ein Teil davon ist in dieser Zeit ungefähr gekommen, als Khaybar befreit worden war. Sie kamen also an, als Khaybar schon befreit war, und der Prophet alaihi salatu wassalam hat ihnen trotzdem etwas abgegeben. Ganz speziell ihnen hat er etwas abgegeben. Und zwar waren sie 53, manche Historiker sagen 52 Männer unter der Leitung von Ja'far ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Und warum hat er ausgerechnet ihnen etwas abgegeben? Manche Ulema sagen, weil sie natürlich entschuldigt nicht teilgenommen haben. Das heißt, wären sie anwesend gewesen, hätten sie mitgemacht. Und natürlich hat der Prophet alaihi salatu wassalam den anderen Sahaba um Erlaubnis gebeten, dass er ihnen etwas geben darf. Und sie waren damit einverstanden, denn sie waren die Ärmsten von den Ärmsten. Sie waren ja nicht einmal die ganze Zeit zu Hause und haben alles verloren, was sie eigentlich gehabt haben. Und eine der unglaublichen Szenen, die passiert sind, ist, dass ein Wüstenaraber, der bei Khaybar dabei war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ihm etwas von der Beute geben. Und es war noch am Laufen, das Ganze. Es war noch nicht ganz fertig, der Kampf. Aber der Prophet alaihi wasallam wollte ihm zwischendurch schon etwas geben. Als der Prophet alaihi wasallam ihm seinen Anteil geben wollte, sagte der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: "Ma ala hadha tabatuk." Ich bin dir nicht deswegen gefolgt. ولكني اتبعتك على أن أرمها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة. Er sagte, ich bin dir gefolgt, damit ein Pfeil hier rein trifft und da wieder rauf geht. Das heißt, er hat gesagt, ich bin gefolgt, um mich für dich zu opfern, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Und ich bin nicht dir gefolgt, damit du mir Beute gibst und Geld gibst und ähnliches Gütern von diesem Leben. Sondern was ich will Al-Jannah haben, egal wie das möglich ist. Und das dann daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du die Wahrheit sprichst, wenn du ehrlich bist, dann wird auch Allah mit dir ehrlich umgehen. Und nach einer kurzen Weile ist er, radiallahu ta'ala anhu, gefallen und er wurde getötet, genau an der Stelle, wo er mit seinem Finger gezeigt hatte. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, das ist dein Diener. Und er ist ausgewandert zu dir auf deinem Weg und er wurde als Märtyrer getötet und ich bin dafür Zeuge. Stellt euch mal vor, Leute, die zuvor es gewohnt waren zu rauben und zu plündern in ihrer Jahiliyyah, plötzlich sie wollen gar nichts mehr haben von diesen Gütern dieses Lebens, sondern sie wollen nur noch Al-Jannah haben. Wenn das keine Erziehung ist, wenn das keine Charakterreinigung ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam für sie, dann gibt es keine Art von Erziehung, keine Art Charakterreinigung. Der Prophet alaihi wasallam hat es geschafft, in sie die Liebe zu Allah und zum Jenseits und zum Paradies zu pflanzen, sodass keine Liebe mehr zu irgendetwas in diesem Leben übrig geblieben ist. Und so waren die Sahaba radhiyallahu anhum, das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen aus der Sira unserer edlen Vorbilder. Kann man deswegen sagen, jemand kommt während dieser Schlacht und man gibt ihm einen Teil der Beute und er sagt, nein, ich will das nicht haben, ich bin nicht deswegen gekommen, und er kämpft, bis er fällt. Kann man sagen, dass diese Menschen gekämpft haben, um zu Ländereien zu erobern, um das Geld von anderen Menschen zu bekommen, um reich zu werden und sich zu bereichern? Eigentlich versteht ihr? Deswegen muss auch der Unehrlichste hier ehrlich sein und sagen, es kann nicht sein, dass dieser Sahabi gekämpft hat, um Macht zu bekommen. Es kann nicht sein. Sondern er hat gekämpft,
um Allahs Zufriedenheit zu erlangen. Das ist, es ist zweifellos die richtige Interpretation dieser Handlungsweise. Letzter Satz, die Juden von Khaybar wurden dann erst später von Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu vertrieben, nachdem das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist. Und zwar hat sich folgende zwei Sachen ereignet, oder folgende Sache ereignet, und zwar hat man zur Zeit von Umar, hat der Hass der Juden gegenüber den Muslimen immer mehr zugenommen und der Neid, und sie haben dann auch die Muslime, wer heißt es, betrogen leider, und sie sind dann in einer Nacht- und Nebelaktion, haben sie sogar, sind sie bei in das Haus von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu eingedrungen, während er dort geschlafen hat, in seiner Beute geschlafen hat. Er hat einen Teil bekommen von der Beute und er hat dort geschlafen bei Nacht, und sie sind bei ihm eingedrungen und sie haben ihm seinen Fuß und seine Beine, also seinen Fuß und seine Hände ausgekugelt, und so hat Umar dann entschieden, dass der Hass zu groß geworden ist, und damit nicht noch mehr passiert, müssen sie Medina verlassen. Und Umar radiallahu anhu unglaublicherweise hat ihnen Geld gegeben als Ersatz für die ganzen Palmen und Datteln, die sie zurückgelassen haben. Ja, hat ihnen einen Ersatz gegeben, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und auf diese Art und Weise war sozusagen die jüdische Ära auf der arabischen Halbinsel sowohl militärisch als auch wirtschaftlich in Al-Hijaz und Umgebung beendet, und die Muslime konnten sich konzentrieren auf die Götzendiener der arabischen Halbinsel, sodass sie zum Islam eingeladen werden, auf dass sie in ein Paradies eingelassen werden, dessen Breite so groß ist wie die Himmel und die Erde, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch zum Paradiesbewohner machen und euch belohnen für eure Anwesenheit. Sallallahu alaihi wa sallam.